Und die Hälfte greift gar nicht mal richtig an, merke ich gerade. So, du. Ein Feuerball einfach mal hier hinten hin. Am besten gleich noch einen. Okay, du bist gleich K.O., deswegen ziehst du dich zurück. Halt! Nirt wankt zurück und hält sich seine blutige Hand vor die Augen. Ich gebe auf. Verschwinde einfach und ich gehe friedlich. Einverstanden? Zu spät. Okay, du. Wo stehst du, Kanna? Du stehst da. Dann versuch mal, alle hier umzuhauen. Okay, das hat geklappt. Du ziehst mal hier allen das Leben. Du schießt auf den. Obwohl du versuchst mal hier alle umzustoßen. Das wäre sinnvoller. Jawohl. Du siehst nicht gut aus. Du schießt mal auf den. Du machst mal eine kleinere Heilung einfach auf sie. Oh, das ging schnell. Der Söldner ist noch unverletzt. Die Söldner sehen alle noch einigermaßen erträglich aus. Standfest, wollte ich sagen. Ich verkeile mich gerade. Töte den Söldner. Okay, jetzt sind es nur noch drei Söldner. Zum Glück hat Alof ziemlich gute Arbeit geleistet. Die ziemlich mit dem Feuerball zu schwächen. So, jetzt ist nur der eine Söldner übrig. Und ich glaube, da müssen wir uns erstmal eine Nacht gönnen. So. Gut, sonst noch wer, der was will? Yes? Nein. Du verarzte mal Alof. Oh, du bräuchtest eigentlich auch Verarztung. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Erstmal ein paar Münzen. Dann ein Zauberbuch. Ja. Und der Rest ist für die Beutekiste. So. Gut. Nachdem hier jetzt alle irgendwie tot sind. I'll get it open. Noch mehr Gold und eine Keule. Toll, die Junkies hängen hier immer noch rum. Zwef. Ah ja, das war das Zeug, was eigentlich illegal ist. Das verstecken wir mal in unserem Lager. Und verkaufen uns vielleicht, oder für irgendwas werden wir es ja gebrauchen können. Das ist ein bisschen Alkohol für Äther. Jo. Davon sollte der in Zukunft auch mal vorher was trinken, bevor wir so eine Keilerei anfangen. Ja, ich habe schon ziemlich mit so einer Keilerei gerechnet eigentlich. Aber ich hätte mich besser aufstellen sollen. Jetzt zum Beispiel mit Edda einfach hinten die Tür blockieren können. Okay. Hier sind noch mehr seltener Wachen. Wow. Du. Schieß mal auf irgendwen. Du. Hau sie, solange es geht, nochmal alle um. So. Was können wir eigentlich hier? Schläge der Niedergeschlagenen. Schutzkreis. Abwehrsiegel. Wachsame Präsenz.
Segnet Verbündete. Nee, nicht unbedingt. Lassen wir dich lieber noch mal auf den da. Okay, den letzten hat es leider etwas zerfetzt. Let's fetz. I shall be discreet. Und hier sollten wir aufpassen, weil ich... Wow, die haben aber Zeug dabei. Guter Speer, guter kleiner Schild. Rostiger Bronzeschlüssel. Achso, der wird automatisch weggepackt. Okay. Sehr viel Gold. Das ist viel Gold. Und ein Buch. Und ja, die Bücher nehme ich einfach mal so aus Langeweile mit. Du willst nicht verspacken. Ja, ich habe es mittlerweile einigermaßen angewöhnt, die richtigen Namen der Leute zu sagen. Noch ein Buch. Und mit dem rostigen Schlüssel freischalten. So. Da ist der echte Purnisk. Ein Mann liegt gefesselt und blutend auf dem Boden vor dir. Sein Gesicht ist ein Gemälde aus Blutergüssen und der Raum ist an verschiedenen Stellen voller Blutspritzer. Der Mann zuckt zusammen und schluchzt, als du dich näherst. Bei den Göttern, bitte, bitte, Schluss, ich ertrage es nicht mehr. Ich will dir nicht wehtun. Der Mann stockt und blickt zu dir hinauf, nicht? Oh, gelobt sei Bera, du gehörst nicht zu seinen Leuten. Er blickt nervös hinter dich. Ich? Er schüttelt seinen Kopf. Bitte, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich heiße Purnis. Das ist mein Haus. Du musst mir helfen. Wer war das dann da unten? Ein Hochstapler, ein Zauberer namens Nirit. Er ist in mein Haus eingedrungen. Er hat mich hier gefesselt, gefoltert. Und jetzt essen er und seine Männer mein Essen, zerstören mein Eigentum, verkaufen Svev in meinem eigenen Haus. Er blinzelt. Ist er einfach plötzlich aufgetaucht? Was du auch verschweigst, spuck es aus oder ich prügel aus dir heraus. Es wäre sehr viel einfacher, wenn du nicht versuchen würdest, etwas zu verbergen. Purnis blickt weg, aber er kann dir nicht in die Augen sehen. Vielleicht habe ich ein kleines bisschen von dem Anteil meines Lieferanten behalten, aber ich habe das Geld gebraucht. Was genau ist passiert? Er hat den Zauberer geschickt, Nirit, den Mann unten, Purnix schaudert, um das Kupfer wieder zu beschaffen und mir gleich noch ein wenig weh zu tun. Es kommt mir vor, als wäre es Tage her. Man hat sich bereits um ihn gekümmert, Purnix schlägt hier an. Ich fasse es nicht, dass der Albtraum endlich ein Ende hat. Er grinst schwach. Dann scheint ihm etwas wieder einzufallen. Du hast keine Ahnung, was du für mich getan hast, aber... Er blickt zu dir auf und wieder fort. Ich muss meine Verlobte finden, Canera. Nur nach dem, was Nirit ihr angetan hat, gibt sie mir vielleicht keine Gelegenheit mehr, ihr alles zu erklären. Aber auf dich hört sie vielleicht. Bitte, sie muss irgendwo im Kupferweg sein. Sie kennt kein anderes Zuhause. Und bitte sag ihr nichts von dem Svev, von meiner Arbeit. Ich belohne dich dafür, vielleicht mit einem Nachlass. Ihn packen. Hier mein Gegenangebot. Ich sage ihr einfach, was ich will und du gibst mir den Nachlass dennoch. Übertreib es nicht, Purnis. Vielleicht solltest du ihr zutrauen, eigene Entscheidungen zu treffen, anstatt sie anzulügen. Ich weiß und ich kann dich nicht zwingen, es für dich zu behalten. Ich will sie nur nicht verlieren, nachdem was mit mir geschehen ist. Will sie gewiss nicht mit Svev zu tun haben. Oder mit mir, wenn sie davon erfährt. Tut mir leid, aber ich habe genug getan. Canera hat mich von vorne reingeschickt. Ach, Purnis lächelt strahlend. Diese Frau hat mir das Leben gerettet, ohne es zu wissen. Bitte bring sie nach Hause und sag ihr, dass alles wieder wie immer ist. Ich gehe mit ihr reden. Gut, ich kann dir gar nicht genug danken, wie ich meine arme Canera vermisst habe. Jo, hat uns das was gebracht? Wohltätig, leidenschaftlich, ehrlich. Woher auch immer wir das leidenschaftlich haben... Er sollte auf jeden Fall die Junkies vorher rausschmeißen, bevor sie zu Besuch kommt. Und wir sollten auf jeden Fall
wenn wir wieder in der Kneipe sind, dort eine Runde schlafen. Und uns dann weiter hier in der, im Kupferweg umschauen. Wir haben nämlich noch ein paar große Anlaufpunkte. Obwohl eigentlich nicht mehr ganz so viel. Wir haben das große Gebäude, wo ich gerade vorbeigelaufen bin. Und ich glaube die Villa hinten in der Ecke. Und das war es dann größtenteils. So, was haben wir denn noch? Schreiberschlafsaal, Lumdallas Haus hätten wir dann noch. Also die beiden Häuser hier. Die Katakomben und dann können wir nach Urfeuer und Farnheim überwechseln. Okay, aber erstmal wieder nach Fuchs und Gans zurückkehren. Sagani ist auch schon leicht müde. Oh cool, das wird jetzt sogar angezeigt, wie viel Ausdauer wir verlieren. Da wird nicht einfach die Max-Ausdauer mehr runtergesetzt. Das ist auch ein cooles neues Feature. Also hier bei Sagani ist ein kleiner schwarzer grau unterlegter Balken. Das ist die Ausdauer, die durch die Müdigkeit weggefallen ist. Sie braucht auf jeden Fall etwas Athletik. Das ist noch so eine Sache, die das viel zu einfach macht. Wenn man einfach so ableveln könnte, jeden Charakter. Hail and well met. Hast du ein Zimmer für mich? Ich zeige dir, was ich habe. Ich hätte einmal gerne den Gemeinschaftsraum. So, Dankeschön. Jetzt ist sie nämlich wieder fit. Und wir können ihr den Ring geben, die Nachricht geben. Kaya blickt auf, was du dich näherst. Was ist mit Ponix passiert? Hast du ihm den Ring gegeben? Ein mächtiger Zauberer hat vorgegeben, der echte Ponix. Also wir könnten hier lügen und den Zwef aus dem Spiel lassen, aber ich glaube, wir sind ehrlich. Ein mächtiger Zauberer hat vorgegeben, Ponix zu sein. Ach, und der echte Ponix hat es mit Zwef. Sie hält sich schockiert die Hand vor den Mund. Ponis? Mein Ponis ist Zwef-Verkäufer. Wenn ich nicht wüsste, dass du von Grund auf ehrlich bist. Aber wie kann ich ihm vertrauen, wenn ich weiß, dass alles war eine Lüge? Ich glaube nicht, dass ich ihm je wieder gegenübertreten kann, jetzt da ich weiß, dass er in dieses schreckliche Geschäft verwickelt ist. Im Moment braucht er Hilfe und Vergebung. Es ist klug, sich von ihm fernzuhalten. Es gibt noch andere Fische im Ozean. Er liebt dich noch immer. Willst du wirklich eure gemeinsame Zukunft einfach aufgeben? Nee, das wäre die Paladin-Variante. Im Moment braucht er Hilfe und Vergebung. Du glaubst, ich kann ihm helfen, sich zu ändern? So hatte ich es noch nicht gesehen. Sie seufzt. Sie ist wirklich immer in allen das Beste. Ich bin dir sehr dankbar für alles, was du für uns getan hast. Und Ponis geht es sicher ebenso. Du bist uns jederzeit willkommen, wenn du jetzt was brauchst. Ganz egal. Oh, und nimm das. Sie nimmt etwas von ihrem Hals. Ich habe es bei einem der Händler gekauft, um mir zu helfen, bei meiner Entscheidung zu bleiben. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Was haben wir denn gekriegt? Unerschütterliche Entschlossenheit. Intellekt und Entschlossenheit erhöhen. Das wäre eigentlich was für ihn. Oh, sie haben die Schadensreduktion hier auch unten gepackt. Ja. Unterbrechung. Das hier haben sie auch ziemlich neu verändert, muss ich sagen. Er hat nur eine Unterbrechung von 3. Konzentration. Das steigert auf jeden Fall seine Konzentration und ein paar von seinen Attributswerten. Das ist gut. Dann kann das erstmal weg. Schadensreduktion 6, 9. Du hast auch 9. Naja, du trägst die Rüstung des Heiligen Kriegers. Könnten wir die mal verzaubern? Qualitätsboni, gut ist sie schon. Auf hervorragend kann ich sie noch nicht bringen. Oder auf das hier. Attributsboni.
Zerschlagungsresistenz, Schadensreduktion Schmettern, Schadensreduktion Stich, Schock, Korrodieren, Hieb, Frost und Feuer. Also das sind die ganzen Schadensreduktionen. Stichsicher sind wir schon mal.